kriegt er die Bodenarena. Und ja. Der hat Lugia, Dialga und all die hatte die ganzen, die hatte quasi, seine Vortrainer hatten auch schon die überkrassen Legi und er liegt dann halt sofort mit Lugia. Wo ich mir dachte, okay, einmal pro Part mal Legi, kann mal passieren. Da kann jetzt nichts mehr Schlimmes passieren. Und dann fängt er an mit Lugia und ich hab's quasi nur besiegt, weil er Kopfnuss gemacht hat die ganze Zeit. Und das gibt Rückstoßschaden. Und so habe ich es besiegt. Nee, ich schau hier gerade. Lugia hat ja auch richtig. Lugia ist ja eins der Pokémon mit den höchsten Base-Stats überhaupt. Ja. Die haben. Das hat ja richtig. Ich schau hier gerade nach. Wo ist denn das? Base-Stats von Lugia. Ja. Die Verteidigungswerte von dem sind einfach nicht normal. Das ist echt nicht schön. 150 und 130. Ja, viel Spaß. Das hat sich einfach selber mal rausgenommen. Ich habe halt immer Tränken gegengeheilt. Ja gut, muss man ja machen, was... Ich wollte nicht verlieren. Ja, das glaube ich. Zeit war gegen mich. So, ich werde jetzt einen Trank verwenden. Ja, warte, weil... Was hat eine, welches Pokémon hat eigentlich die höchsten Base-Stats insgesamt? Ich glaube, Arceus. Das ist Rayquaza. Also Mega Rayquaza meinst du? Ja. Das hatte ich auch bei diesem Walkthrough zweimal. Ja, das kann gut sein, aber ich finde ja, also Arceus weiß ich, der hat ja überall 120. Alter, der hat ja. Hat er mehr als Rayquaza? Ich meine, Rayquaza ist, ich meine, das ist ja einfach schon so krass mit Mega Rayquaza. Es muss einfach stärkere Base-Skill als andere. Wenn es ein Pokémon gibt, das übergebannt ist, dann muss es eigentlich OP sein. Ja, deswegen bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass Mega Rayquaza die krassesten Stats von allen hat. Ich schau gerade nach. Nein, hat es nicht so Solarstrahl gemacht. Also Mega Rayquaza hat 180 Angriff, ist ja nicht so viel. 180 Spezialangriff, aber in allen anderen Dingen ist es drunter. Aber ich denke mal, durch die 60 mehr Angriff und 60 mehr Spezialangriff ist es drüber als Arceus. Okay. Arceus hat ja... ich nenne es Arceus, es ist... Also, ich weiß nicht, ob... Ist ja die Diskussion, ob man Arceus oder Arceus sagt, ist ja... Ah, das ist mir so egal. Ich sag quasi aus Prinzip Pokémon-Namen falsch. Ich sag Arceus. Ah ja, Arceus hat ja in jedem 120 und jedem Base-Stat. Ich habe gerade einen übelst spannenden Kampf gegen einen Slymog. Ich seh's. Ich habe ihn gewonnen, oh mein Gott. Das war aber ganz schön knapp. Da bin ich Level 32. Naja, komm. Ja, mal ein spannender Kampf. Ja, definitiv. So. Voxlight. Wir sind jetzt schon bei 3 Zuschauern. Oh, krasser Scheiß. Ich grüße alle meine Zuschauer. Ich stell mir gerade vor, wie du 3 Tabs offen hast. Ich habe 3 Tabs offen. Und dreimal Stream-Trainer. Oh Gott, dann machst du... Komm, mach einfach Trash. Ich freue mich schon, wenn ich das Potter habe. Ich habe PokoWiki offen, ich habe Twitch offen und ich habe Showdown offen, damit ich Dinge kalken kannst. Kalken nee, wir. So. Ja, definitiv bei einem Walkthrough kalken. Ja, aber Walkthrough, ich habe mal irgendwo, bei irgendeinem Walkthrough habe ich gekalkt. Ich glaube, ich habe noch nie beim Walkthrough gekalkt. Ich hallo, NTOP 700, wer schaut schon Pokémon? Ja, du siehst doch, du schaust Pokémon. Du bist derjenige, der Pokémon schaut. Warte. Ja, mein Pokémon. Ich will eigentlich nur wissen, welches Pokémon in welchem. So. In welchem. Quasi, was in welchem Ranking ist, ob es OU oder UU ist. Ach weil so. In der siebten Generation hat sich ja alles verändert, da ist ja. Ja, das Meta in der siebten Generation. Einfach Dicktree vom NU ins OU gewandert. Ja, aber Aloha Dicktree, glaube ich. Nee, und das normale auch. Also ich für mich ist eigentlich siebte Generation das, wo ich mir denke, alles ist kaputt. Also ich sag mal so. Wo ist denn das? Du musst nicht gehen, Nito, das ist völlig okay, du kannst hier bleiben. Bleib hier. Ja, Uber ist einfach richtig dumm. Ja, siebte Generation Meta ist halt einfach nur kaputt.
Ich schau gerade mal, was hier alles im Oyo rumgammelt. Warte, im Yu-Gi-Oh! Wird es dann besonders schlimm, wenn du merkst, welche Pokémon im Yu-Gi-Oh! Alles rumgammeln. Das ist ja richtig schlimm. Zum Beispiel Amoongus. Amoongus ist dumm. Also, Hutzasa. Das habe ich nur die englischen Namen. Dann, also, wie heißt es? Cesurio ist im Yu-Gi-Oh! Auch richtig doof. Einfach. Pixie ist im Yu-Gi-Oh! Das ist ja eine Sache, die ich bis heute nicht verstehe. Ich wollte gerade im Pokémon Center Fahrrad fahren. Ja, also das Problem ist halt durch die Z-Attacken und alles ist halt alles super kaputt. Neotope, ich glaube, also ein Zuschauer bist du ja und ich habe den Stream nur im Dashboard offen, deswegen. Und man spricht jetzt N-Top aus. Okay. So, Zeit für die Feuerarena. Mit Lance. Lance ist übrigens der englische Name für Siegfried. Ich habe gerade welchen die Trainer einfach und machen nicht die Rätsel. So, gegen Diebe, warum auch immer der Diebe in seiner Arena einstellt, damit wir halt ein bisschen leveln können, damit wir nicht ganz so hart in der Level sind. Warte. Surfer! Oh, er macht Schnüffler. Aber gut, dass ich. Wir machen auf jeden Fall einen guten Damage. Ich habe das für Vulcano fast gewonnen hättet. Und er hat nur Schnüffler gemacht. Und Fix! Yay. Aber Vulcano sieht ja mal übel süß aus. Ja, alle Pokémon sehen ja übel süß aus. Naja, also. Viele. Aber Vulcano. Bis auf das eine oder andere Pokémon, über dessen Namen nicht sprechen. Ich habe keinen DS tatsächlich. Übrigens, mal auf die Frage von Entop aufzuspringen. Ich habe nur ein 3DS und habe mir das extra für. Was habe ich? Habe ich Y oder X? Ich habe was? Das Pokémon Mond. Ich habe ein. Ich habe, glaube Y oder X. Ich habe ein GBA. Ich habe ein Gameboy, der nicht mehr geht. Ich habe noch sehr viele Gameboys, die wurden damit sicher auf die nächste Generation weitergegeben. Ich habe Kinder, meine Schwester. Ich habe ein DS. Und ich habe ein 3DS. Aber auf dem 3DS habe ich nicht das neue Pokémon-Spiel. Ja, wie gesagt, im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte es nicht kaufen sollen. Welches? Achso, Sonne und Mond? Ja. Ich habe halt eh noch keine Switch und ich werde die mir wahrscheinlich auch nicht kaufen. Deswegen. Zumindest nicht in naher Zukunft. Ja, ich auch nicht. Ich bin auch nicht so ein Fan. Es gibt Leute, die hypen die ganzen Nintendo-Produkte ins Unendliche. Also ich finde das Konzept der Switch schon cool und ich würde auch gern Zelda spielen. Aber ich warte dann einfach, bis das auf der Wii U raus. Bis es auf der Wii U rauskommt und spielt es dann einfach da. Das ist einfacher. Endtop. Es wird sagen, wenn der Zuschauer schon, wie ich sie nennen soll. Was ist denn los? Irgendwas wollte ich gerade sagen, ich hab's vergessen. Ah ja, ich bin froh, wenn wir Dragoran Level 55 haben. Und sind ob ja, vor der Siegestraße ja, passiert. Das geht ja ganz schnell. Also ja, es ist, komm. Ich geh mal kurz 10 Minuten ins hohe Gras und bam, Level 55. Ja, klar. Ich meine, Dragonier ist ja so einfach zu trainieren auch. Das hat ja. Ja, ich glaube, oh, ja. durch Surfer und wird das irgendwie ein bisschen aufgewertet. Weil ich habe es auch richtig so, um mit Slam und dann irgendwas zu reißen, ist halt übelst schwierig. Aber mit Surfer ist es irgendwie richtig stark. Ich meine, du resist einfach fast alle Attacken. Es ist halt, Drachen-Pokémon sind OP. Ja, ich glaube immer noch, dass Wasser-Pokémon OP sind, aber... Ja, Wasser-Pokémon sind auch OP. Wasser-Pokémon mit Eisstrahl und ja, Erdbeben. Wasser ist einfach mein Lieblingstyp mit Stahl. Deswegen ist auch einfach Empoleon mein Lieblings-Pokémon. Das ist relativ einfach Kombination. Ich meine, du hast ja, wie gesagt, ich glaube deswegen ist Sumplex auch. Und im Empoleon kann das aber auch, also quasi
mit einem Boden und eine Eisattacke, um halt gegen Elektro-Pokémon und gegen Pflanzen-Pokémon zu haben. Ja. Empoleon, ich spiele ja am liebsten einfach Choice Specs Empoleon, das ist so geil. Empoleon ist doch Wasserstrahl, oder? Wasserstrahl, ja. Genau. Mit Eisstrahl. Eisstrahl mit. Yes, diese Wasserattacke. Mit Eisstrahl mit Siedewasser. Ja, ist, Siedewasser ist immer so OP, weil es burnt zu 200%. Oder du kannst auch, wenn man richtig. Ja, tschüss, Ento. Tschüss. Wenn man richtig Tryhard gehen will, kann man auch. Kann man neben Siedewasser auch Hydropumpe spielen. Oh yeah, in Choice. Ja, natürlich. Und dann einfach Lichtkanone und dann kann man noch schauen, was man spielen will. Entweder Strauchler kann man spielen oder. Ento, folgt mir jetzt. Hätte den Sound eigentlich leiser gemacht. Ich muss ihn noch leiser machen. Der Follower-Found ist noch zu hoch. Zu laut. ja, Choice Band Surfer ist schon krass. Choice Band Surfer, ja. Definitiv. Ich dachte mal, nee, ich hab's auch gesehen, wie das Wikibang als Steinchenleger benutzt hat mit Defog noch. Es kann doch Talensteine lernen, oder? Empoleon? Ja? Ja, kann. Und es kann auch Defog. Deswegen ist es ja, deswegen wird das ja auch der Hauptgrund, warum man das nutzt, weil es einfach von Tarnstein keinen Schaden bekommt, kaum. Also du kriegst ja Wasser, Wasserstahl. Kriegst ja, ich glaube, es kriegt ein Achtel oder so Schaden. Mm. Und das kann halt Defog und kann ja auch noch entfernen. Deswegen. Das Problem ist einfach nur, dass du quasi erst Defog machen musst und dann Tarnstein legen, sonst hat es keinen Sinn. Ja, gut. Ist halt ein besserer Defogger als die ganzen Flug-Pokémon, die halt auch noch 25% Schaden bekommen. Ja, das ist richtig. Das stimmt. Mein Tartini ist gerade rausgegangen. Yay! Ich hatte sie nämlich in der Verwirrung selber versetzt. Ich sehe es gerade. Ja, komm, jetzt so traurige Musik. Nein. How could this happen to me? Hätte ich machen müssen, verdammt. Schnell Live-Kugel. Machen wir den halt einfach. Das ist quasi auch mein Plan B mit Annika zu sweepen, weil Gesteinsattacken gut gegen sind. Gegen Feuer-Pokémon. Yay! Man hat ja verschiedene Pläne. Plan und Plan. Plan C Plan, ist Gyarados. Plan F ist einfach. Bisaflor irgendwie durchbekommen. Bisaflor, Solarstar, Sweep. Ja. Gegen Feuerarena. Ja, das macht so viel Sinn. Ja, deswegen ja Plan F. Ja, F. Wie falsch. Nachdem 5 Pokémon tot sind. Lass Bisaflor. Es ist schwach, es ist geschwächt, du schaffst es. Weil ich mich bis jetzt nur verwirrt habe bei 10. Leute, ich mache jetzt hier Sonnentag, das hilft mir. Da kommt ein Feuersturm. Vielleicht macht der Gegner. Ich bin nicht gedacht, dass er Sonntag macht, damit man Solarstrahl trifft. Ist ja so witzig. Alter, der hat mich schon irgendwie gerade weggehext mit seinen Vulpix. So. Ich denke, bevor wir Bisaflor einsetzen, setzen wir alle anderen Pokémon ein. Ja, wir machen dann so ein episches Kampf, so Magma gegen mein Glurak, wie im Pokémon-Anime. Hat er überhaupt Magma? Ich glaube, der hat gar kein Magma. Ich habe das dem Anime auch nicht geschaut. So, ich scroll hier mal kurz durch. Ich hab den Pokémon-Anime auch einmal angefangen, keine Ahnung, ich komm einfach in solche Anime-Sachen einfach nicht rein. Weiß nicht. Ich hab's gerade offen und er hat gar kein Magma. Ha. Ja, dann Pech. Wie heißt er denn? Pyro. Pyro. Kann ich schon. Ich hab's offen, also ich hab mal die Arenen schon aufgemacht vorher gehabt. Ja. Weißt du. Er ist halt Level 42 bis 47. Klingt gut. Ich meine, ich bin Level 33. Das klingt genau nach der Range, die wir brauchen. Na ja, gut, es hat ja nur ein Arcani. Ist ja nicht so stark. Nö. Nö, weiß ich nicht. Ich meine, hey, ich switche einfach mit Gyarados rein in seinen ganzen Angriff. Das ist eigentlich der Plan, den ich so
Egal, das ja, aber Arcania hat ja Bedroher. Und Fukano auch, wenn du zweimal Bedroher mit Karin. Ja, aber wenn ich halt mit Lance drin bin, er schickt Arcania ein, ich mach Surfer, dann macht er Bodycheck, dann geht wahrscheinlich Lance down und dann schicke ich, meinen Gyarados rein. Ja, das kannst du machen. Das ist halt eben so, weil ich eben so speziell angreife. Es ist ja egal, ob mein Angriff sinkt. Ich weiß noch, diese Arena nur mit Ditos, das war ein Krampf. Aber ich habe ihn, glaube ich, gesweept mit seinen Galopper, weil jetzt kein Sprungfeder. Und Stampfer. Sprungfeder. Diese Attacke, ich verstehe. Also Sprungfeder ist so eine Attacke, das ist einfach. Das ist der ultimative Step für Gyarados. Und sein einzigster. Also zumindest auf der Flugseite. Okay, Kraftreserve. Flug. Spielt man das? Ich glaube nicht. Aha, komm. Ich meine, alle Pokémon sind schneller als mein Dragonier. Aber mein Dragonier hat Surfer. Oh Gott, das macht nur keinen Damage. Scheiße. Ja, das wird ein bisschen härter werden. Da komme ich nicht einfach X-Spezial. Ich habe noch X-Spezial rumliegen. Das könnte ich einfach nutzen. Leute, X-Spezial. Most broken Angriff ever. Das ist ja auch mit Spezialangriff zu steigern. X-Items sind toll. Ich mag die X-Items. Ich überlege, was das ist. Es liegt mit Vulcano. Das kann auch nur Bodycheck. Das Lustige ist, wenn er nicht burnt, ich habe ja diese Fähigkeit, dass quasi durch random Statuseffekte heilen kann. Deswegen könnte das sogar was werden. Okay. So, Vulpix. Ich überlege gerade, er hat Bodycheck, Stampfer und immer Bodycheck als Angriffe, die mir gefährlich sein können. Alles andere, okay, und Sprungfeder. Ja, Sprungfeder ist. Wenn der Sprungfeder macht, drücke ich X Verteidigung. Wenn der Sprungfeder macht, dann ist vorbei. Dann ist dann 6-0. Ja. Lieb. Gegen ein 4-0-Team. Ich habe schon mal 6-0 mit Gyarados gewonnen. Das war ein bisschen Glück und ein bisschen Hex. Aber Hochmut ist halt OP, ne? Ah ja. Ich hab schon mal das Beste, also mein bester Sweep war, ich hab einen Mandibuzz Sweep hingelegt. Ich hab einfach nur V-Play gedrückt. Okay. Und ich hab das halt voll Verteidigung gespielt und er konnte mich halt einfach nicht töten. Ich hab einfach nur V-Play gedrückt. Das war so witzig. Ja, es gibt halt schon mal sehr, sehr lustige Dinge, die man machen kann. Ja, das stimmt. Man kann ja gerade das speziell spielen, weil es ja halt so OP ist mit Donnerblitz und sowas, ne? Und mein größter Misshandlung von Gyarados ist, ich habe einen Mixed Gyarados gezüchtet. Mit mäßigen Wesen und Hochmut als Fähigkeit. Halt gegen eine Wasserarena, der auch Gyarados hatte. und Donner, glaube ich. Ja, Donner hat es. Das war quasi mein Hardcore gegen das andere Gyarados. Nur, es war halt wirklich nur drinne wegen den anderen Gyarados. Das war so mein Plan, weil er schickt Gyarados rein, ich schick Gyarados rein. Und ich drück dann Donner. Und Quad hatte halt Sprungfeder als einzigen Angriff. Er hat halt Surfer, Kaskade, Sprungfeder und Drachentanz, das wusste ich. Und ich so, easy, komm. Er schickt sein Gyarados rein, er könnte jetzt einen Lidens drücken. Oder er drückt Sprungfeder und ich drücke dann Donner. Und treff ihn halt trotzdem. Und Erdbeben geht halt nicht. Ich glaube, es sind schon bei Pio. Genau, Heimann schon mal kurz. Erdbeben geht halt nicht. Und damit. Aber es hat nicht funktioniert. Ich musste ihn anders besiegen. Ja, ich habe ihn halt anders besiegt. Ich glaube, die Arena, das war die Arena, die habe ich gegen zweimal gespielt. Mein zweiten Mal, das war halt so ein. Die Regeln von denen waren sehr löchrig. Also habe ich mir quasi. Für den zweiten Kampf einfach als Co-Moderator eine andere Arena-Leiterin geholt. Ja. Und dann quasi mit ihr den Kampf dann gebrochen.
Ich hab quasi sie als Unterstützung gehabt, weil Silke tatsächlich einfach drinnen war. Das geht natürlich auch immer. Ich hab übelst viele Hyperpotion, merke ich gerade. Wir machen uns schon mal ein paar Max Repel für unseren Quest nachher. Ansonsten brauchen wir eigentlich nichts. Gehst du dann, also.